Hier, AK Jonas, Mod von mir. Bruder, was ist mit deinem Monitor los? Hättest du ruhig mal fürs Bild gerade stellen können, ne? Hier ist ein legendärer Mikrofonarm. Immer wenn ich mit ihm auf Teamspeak bin, so. Hallo? Und hier zum Füße massieren, oder was? Was ist das denn? Wir schauen uns ganz entspannt heute mal Zuschauer-Setups an. Hallo an alle, die auf YouTube hier zuschauen. Es freut mich sehr, dass ihr da seid. Falls ihr Bock habt, lasst natürlich gerne ein Däumelein nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schreibt in die Kommentare, ob ich sowas öfters machen soll. Und zwar habe ich hier geschrieben, yo, schickt mir gerne eure Setups. Und der allererste war Furi mit seinem Setup. Schaut nice aus, Chat. Schaut nice aus. Ich muss sagen, hier dieses Mauspad hatte ich auch mal. Aber das war mir zu dünn. Ich weiß nicht, ob es das von Razer ist, aber wenn es das von Razer ist, das war mir ein kleines bisschen zu dünn. Wobei ich aber sagen muss, dieser Bildschirm ist heftig, ne? Chat, so ein breiter Bildschirm. Uff, Digga. Hier auch 3 Controller am Start. Fortnite-Lama ist auch am Start. 2 Fortnite-Figuren. Dicker PC. Very nice, very nice. Und ich muss sagen, ich finde das Mauspad übel geil. Nur das war mir leider zu schmal. Dasselbe hatte ich auch. Das ist leider ein bisschen zu schmal. Okay, wir schauen weiter, Leute. Und zwar von Nubi hier. Ganz entspanntes Setup. Oh, Maus, Tastatur, ein normaler Bildschirm. Hier noch eine Nintendo Switch. Eine Xbox auch am Start. Ah, es könnte sein, dass er auf Xbox zockt mit Maus und Tastatur. Ja. Schaut nice aus. Uff. Leute, hier nochmal. Schön blau, schön dunkel. Man erkennt leider nicht so viel, weil es so dunkel ist. Aber finde ich cool hier mit der Headset-Halterung, ne? Ich muss mein Headset immer hier auf mein Mikrofon draufballern. Aber hier mit der Headset-Halterung am Ding ist ganz nice eigentlich an der Wand. Schaut gut aus, schaut clean aus. So, nächstes Setup ist hier am Start. Arbeits-Setup, wie es ausschaut. Schickes Mauspad, Bro. Keine Ahnung, was da drauf ist, aber nices Mauspad ist auf jeden Fall sehr gut zum Gamen, oder? Und er zockt anscheinend auf dem Laptop. Oder vielleicht ist es auch nur ein Arbeits-Setup. Könnte sein, dass er dann nur am Laptop arbeitet mit noch einem zweiten Bildschirm. So, oh, nächstes Setup, Alter. Von Timmy Boy. Heftiges Hintergrundbild. Gefällt mir sehr gut. Schaut nice aus. Auch noch mit den Farben hier. Pink ist cool. Ich habe auch überlegt, ob ich bei meinem Schreibtisch noch so eine LED-Ding dahinter reinballer. Werde ich wahrscheinlich auch machen dann die Tage. Hier Kabel sind natürlich ein bisschen im Weg noch. Aber schaut nice aus, schaut clean aus auf jeden Fall. Schönes Mauspad auch. Wäre mir ein bisschen zu klein persönlich. Das ist, glaube ich, die Apex Pro auch, die er da hat. Aber schaut schön clean aus. Ich habe kein Geld für Setup. Ja, aber taugt auch, weißt du. Laptop, Headset, Maus, alles am Start. Mauspad, mehr braucht man nicht. Oh, hier Dachbodenwohnung. Rest in Peace, mein Freund. Rest in Peace an alle Leute, die im Dachboden wohnen, ey. Ich glaube, das ist das Schlimmste jetzt im Sommer. Ist halt gerade hell. Schaut so aus, als ob er keine LEDs oder so verbaut hat. Finde ich aber nicht schlecht. Schaut auf jeden Fall clean aus. Auch hier gefällt es mir, dass er nur eine Farbe im PC eingerichtet hat. Und ja, schönes kleines Setup. Fernseher, PlayStation und mit Maus und Tastatur an der PlayStation. Die G Pro hat er anscheinend am Start. Oder G403, kenne ich gar nicht. Und AirPods-Verpackung. Leute, wer von euch hebt sich die Verpackungen auf? Ich muss sagen, früher habe ich diese Verpackungen auch aufgehoben. Aber irgendwann hat es mich einfach nur genervt. Weißt du, dann hast du irgendwelche Verpackungen rumliegen. Die fässt du eh nie wieder in deinem Leben an. Auch wenn du dann eine neue Maus kaufst, als ob du die wieder zurück in die Verpackung reinmachst. So, dann haben wir hier einen entspannten Schreibtisch. So einen Oldschool-Schreibtisch. Und sowas habe ich in meinem Hort Hausaufgaben gemacht. Monitor. Und ja, schlicht. Uff. Da haben wir wieder ein dickes Setup. Schaut ähnlich aus wie meins. Genau denselben Schrank hier habe ich auch neben mir stehen, Leute. Hier. Schublade. Ja? Mit lauter Scheiße drin. Ist so eine typische Schublade, wo man einfach irgendeinen Scheiß reinschmeißt, den man nicht brauchen kann. Auch der LED-Strip, ich glaube, ich muss das auch machen, Leute. Einfach für den Flex hinten ein bisschen LEDs reinklatschen. Schaut schon nice aus auf jeden Fall. Schaut schon very nice aus. Hier noch so ein paar LED-Panels. Finde ich auch cool. Und ein dicker Monitor, ne? Und die Nintendo Switch auch am Start. Auch schön. Alles immer ein bisschen dunkel, ne? Alle machen immer ein Foto im Dunkeln zum Flexen, damit man auch schön die LEDs sieht, ne? Aber schaut auch schön und clean aus, ne? Hier auch schöne Headset-Halterung. Wobei ich sagen muss, verdeckt ein bisschen den PC. Ich glaube, es wäre cleaner, wenn es hier so am Tischrand wäre oder sowas, ne? Oder hier so das Headset aufhängen. Wobei, dann ist es mit dem Kabel blöd. Oder hier so an der Seite einfach, ne? Das würde ich noch vorschlagen. Aber richtig schönes, cleanes Setup. Cooler Monitor, kleiner Schreibtisch anscheinend. Nice, kann man machen. So habe ich früher auch gezockt. Oh, das schaut geil aus, Mann. Das muss ich sagen, das Licht hier schaut geil aus. Ich glaube, das habe ich auf der Gamescom auch gesehen. Er zockt, glaube ich, nur auf PlayStation, ne? PlayStation mit Controller. Hier noch eine Tastatur. Aber ich glaube, die Tastatur ist dafür, oder? Für sein Tablet. Wahrscheinlich glotzt er gerade meinen Stream hier auf dem Tablet und ist nebenbei am PlayStation zocken. Schreibt gerne mal rein. Dann haben wir das Setup von Patze. Oh, er hat auch so ein PlayStation-Ding. Auch so ein PlayStation-Leuchtding. Ist cool. Hier oben ist so dunkel immer, ne? Hier oben haben wir noch Pikachu am Sitzen. Hier, AK Jonas,
Mod von mir. Grüße gehen raus. Very nice, very nice. Komm, das schauen wir uns mal in groß an auch. Was hat er denn hier so am Tisch liegen? Aha, Ladestation. Finde ich praktisch. Auf jeden Fall hier Kabelmanagement. Ah, dieses andere Schmutz. Hier, das ist auch ganz geil. Wobei ich aber sagen muss, ich habe das auch so ähnlich. Meine Kabel habe ich auch so ähnlich. Aber mit Kabelbindern, weil dieses... Er hat so, glaube ich, so ein Gummiding rum. Und das ist immer so aufwendig, da ein Kabel rauszumachen oder ein Kabel reinzumachen. Bei den Kabelbindern auch, aber dann machst du einen auf, tust es raus, machst einen anderen auf, tust es raus und so weiter und so fort. Und Bruder, was ist mit deinem Monitor los? Hättest du ruhig mal fürs Bild gerade stellen können, ne? Ganz ehrlich, Jonas, ich bin enttäuscht. Schau mal, der eine ist so schief, der andere so schief. Hier ist ein legendärer Mikrofonarm. Immer wenn ich mit ihm auf Teamspeak bin, so... Hallo? Und hier zum Füße massieren, oder was? Was ist das denn? Chat, was ist das? Fußmassage? Zum Fußkratzen, oder? Aha. Wer hat auch so ein Ding zu Hause? Lohnt sich das? Hol ich mir vielleicht auch? Anders wild, hier diese Fußkratzmatte. Übel geil, Alter. Also, ich muss schon sagen, übel geil. Okay, hier haben wir noch ein ganz entspanntes Setup hier, auch am Schrägzocken mit einer LED-Leiste dahinter. Sehr schön, sehr schön. Auch nice und schlicht. Schaut ein bisschen... Schau mal, die Kabel und sowas, ne? Und schaut, das Mikrofon hatte ich auch mal. Chat, Leute, das hatte ich ganz früher, das Mikrofon. Habe ich mir gedacht, ich bin professioneller YouTuber. Jetzt hol mir dieses Mikrofon für 20 Euro auf Amazon. Schlechtestes Mikrofon, was ich je hatte. Real Talk, hier zum Beispiel so ein Laptop. Nice, nice. Aber schau mal, noch eine schöne Kerze für den Stream angemacht. Chat, auf romantisch. Könnt ihr mal ein Herz reinschreiben für ihn? Auf ganz romantisch hat er sich noch eine Kerze angezündet hier für den Stream. Aber der PC schaut heftig aus und der Monitor dazu. Auch die Farben. Wo kommen denn die Farben her, Leute? Ach, das leuchtet nur vom PC hier runter, glaube ich, so blau, ne? Und das orange wegen der Kerze, ne? Heftig. Schaut nice aus. Hier haben wir noch einen. Auch wieder so dunkel. Ah, dicke Boxen noch am Start. Ja, ganz normales, cleanes Setup, würde ich sagen. Hier haben wir noch ein weißes Licht. Auch sehr nice. Vor allem auch mit dem Hintergrundbild. Da bin ich, Jungs. Moin, Meister. Bridgie. So schaust du meinen Stream also. Aha. HyperX, oder? HyperX Headset. Racer Maus. Keine Ahnung, was das für eine Tastatur ist. Ich glaube, er hockt im Keller, ne, der Arme. Kriegst du genug zum Essen? Bridgie? Kriegst du genug zum Essen? Ich hoffe mal. Ich glaube, er hockt im Keller. Schau mal hier. Kellerfenster. Da ist direkt eine Wand. Hoffe mal, du kriegst genug zum... Aber wenigstens Tageslicht im Keller, ne? Ja, okay. Gott sei Dank. Bridgie, Gott sei Dank. So, wen haben wir denn hier? Game Side. Auch ein entspanntes 2-Monitor. Auch mit der Apex, mit der Ducky Mini, glaube ich. Schaut auch nice aus. Aha, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es sein Setup-Chat. Aber ohne Spaß. Wir hatten wirklich so einen Computer, ne? Und wir hatten auch wirklich so einen Monitor damals. Könnt ihr gar nicht glauben, oder? Ich bin so alt, dass wir schon so einen PC hatten. Und so einen Monitor. Drucker war zu teuer, Leute. Auf sowas habe ich meine ersten Spiele gespielt. Siedler damals. Dann irgendwann im Internet Bloons. Bloons Tower Defense 1, 2, 3. Oder sowas, 4 noch. Jetzt mittlerweile gibt es Bloons Tower Defense 15 oder so. Habe ich alles auf so einem PC gezockt, Leute. So ein Ding. Schon wieder den Schubladenschrank. Richtiges richtiger Schülerschreibtisch zum Hausaufgaben machen und so. Oh, auch nice. Auch nice, schön mit einem Kabelkanal und schön an der Wand. Hier, die Löcher kannst du noch zuspachteln, ne? Und das hier sind Boxen, glaube ich, ne? So, was haben wir hier noch? Ja, auch entspannt. Schau mal. Die Fernbedienung. Wenn man zu viel LEDs verbaut hat, einfach 3 Fernbedienungen. Bestimmt hat er nochmal 5 in der Schublade. Was hat denn der für einen Stuhl? Einfach so ein Campingstuhl. Ja, nice. Wenn es gemütlich ist, warum nicht, ne? Einfach so ein Campingstuhl am Start. Mit dem Fernsehen noch. Very nice, very nice. Versuch mal das Kabel hier hinterm Schrank noch zu verlegen. Dann hast du das auch noch versteckt. Das ist dann ganz cool. Dann geht hier nur ein Kabel runter. Krass. Einfach so ein Campingstuhl. Ja, warum nicht, ne? Wenn es ihm gefällt. Wenn er Bock drauf hat. Hier ganz entspanntes Setup hier. Da haben wir noch jemanden, auch 2 Monitore. Ich kann es euch echt empfehlen. Kauft euch noch einen billigen 2. Monitor. Es erleichtert euer Leben. Boah, hier richtiges Gamerzimmer, Leute. Boah, da habe ich sogar Autogrammkarte von mir. Wer bist denn du? Spyronix. Grüße genau. Schau mal hier, Oldschool Autogrammkarte von mir am Start. Hier, da bin ich. Sogar unterschrieben. Hier noch jemand mit den Schlappen am Start. Ganz entspanntes PlayStation Setup mit Maus und Tastatur. Aha. So einer. Hier nochmal dasselbe Bild von... Der hat denselben Schreibtisch wie ich, nur um die Ecke. Hatte ich mir erst auch überlegt, ob ich ihn um die Ecke mache, aber dann doch nicht. Uff, was mit ihm los, Chat? Junge, Junge. Laptop, 3 Bildschirme und ein PC am Start. Kein Mauspad. Kommt natürlich immer auf den Tisch drauf an. Aber er übertreibt auch ein bisschen, ne? Jo, das schaut nice aus, Mann. Das schaut very nice aus. Rennsemmel, Grüße gehen raus an dich. Ja, einmal hier so seine Fernsehecke, ne? Nochmal von der Seite. Aha, schick, schick. Hier mit der Switch. Schaut nice aus auf jeden Fall. Und das ist sein Gaming-Ecke anscheinend noch. Schaut auch nice aus. So Tapete ist immer Geschmackssache, ne? Aber ich müsste man im Ganzen sehen. Ich bin nicht so Tapeten-Fan, aber hier auch
Viele haben diese Ladestation, ne? Vielleicht muss ich mir die auch mal holen. Die Controller-Player am Start. It's a Controller-Player! Er hat sein Setup in den Schrank reingebaut. Der macht dann die Türen zu. Ne? Hier, Schrankwände. Er macht die Türen zu, dann ist sein Setup weg. Nein, Spaß. Aber schaut auch cool aus. Auch mit zwei Monitoren. Wobei ich aber sagen muss, es schaut ein bisschen so aus, als ob er so sitzt, wie er das Foto gemacht hat, ne? Und dann hast du ja den Balken genau im Gesicht. Wahrscheinlich sitzt er dann so ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter rechts. Oder er schaut zur Seite beim Zocken. Komisch. Also ich könnte es nicht. Stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit so zur Seite gucken beim Zocken. Aber jedem das Seine, ne? Er hat auch dieses PlayStation-Ding. Auch sehr schönes Setup, aber dieses Mauspad, ne? Ich find's so geil, Mann. Ohne Spaß. Gibt es dieses Mauspad von Razer auch in groß? Oder gibt es allgemein ein großes Mauspad, was so ein Leuchtding hat? Ich hätte das gern wieder, ey. Ich hab's noch da, aber es ist einfach zu schmal, leider. What the fuck? Er übertreibt ja komplett mit seinem Wandtattoo. Oder hat das gemalert oder sowas. Aber schaut übel geil aus, Mann. Richtig clean, gefällt mir. Schaut ein bisschen so aus, als ob der Monitor ein bisschen zu weit nach links ist, dass er nicht gerade davor sitzt. Gaming ist my DNA. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Was macht er denn da? Ist es ein PC? Bro, hast du am Gehäuse gespart oder was? Jungs, scheiß auf Wasserkühlung, wir machen Luftkühlung. Ohne Gehäuse. Yo, what the fuck, Bro? Kannst du wenigstens... Ich glaube, er hat echt am Gehäuse gespart, ne? Aber nice, warum nicht, ne? Warum nicht? Also Gehäuse, unnötig. Kannst du mehr Geld für Leistung ausgeben? Heftiges Setup, auch von ihm hier am Start. Hier fehlt eindeutig, Chat, die Fixcap, oder? Hier fehlt eindeutig die Fixcap, muss ich sagen. Richtiger Oldschool-Bildschirm. Lol. Richtiger Oldschool-Bildschirm, dann fetten Fernsehen. Aber ohne Spaß, besser als nur ein Bildschirm. Ich schwör's euch. Selbst so ein Oldschool-Bildschirm würde ich mir hinstellen. Besser als nur ein Bildschirm. Richtig nice. Ey, es macht übel Bock, eure Setups anzuschauen. Boah, was hat er hier? Was ist das? Ist das eine Lampe? Wenn ja, dann schick mal einen Link. Hier, das fände ich mit den LEDs halt nicht so cool, ne? Wenn die so nach vorne leuchten. Aber ist das eine Lampe? Die schaut heftig aus, auf jeden Fall. Könnte ich mir auch für mein Zimmer vorstellen. Hier, richtig Oldschool-Bildschirm am Start. Aber jeder hat mal so einen Bildschirm gehabt am Anfang, ne? Junge, er übertreibt auch, ne? Schaut auch schön aus. Sehr schön, sehr clean. Hier, bisschen frische Luft noch beim Zocken. Perfekt. Heftig. Hier ein bisschen Noble-Chair-Werbung auf meinen Nacken. Kein Problem. Aber sehr schön, sehr clean. Viele machen das so, ne? Tischplatte und dann zwei Schränke drunter. Drei Monitor. Hier oben hat er anscheinend noch ein Regal. Gefällt mir. Hier, kleine Gaming-Ecke. Ey, da bin ich, Jungs. Moin, Meister. Ich bin's. Fix. Und Monster Energy am Saufen. Man kennt ihn. Yo. Auch nice. Ich habe erst gedacht, er hat hier so LEDs oder sowas an die Wand gemacht. Aber das sind die Fenster. Schaut gut aus. Mhm. So kann man seinen PC auch nutzen. Als Post-it-Halterung. Jo, schau mal, er hat sich auch so einen Mini-Schreibtisch und alles da irgendwie hingebastelt. Schau mal, wenn ich so einen kleinen Schreibtisch hätte, ich hätte vielleicht überlegt, den PC runterzustellen. Hättest du ein bisschen mehr Platz, aber ja, wenn es ihm taugt, klein und gemütlich, warum auch nicht, ne? Uff. Uff. Aber auch ein gutes Foto, ne? Aber auch ein gutes Foto hier vom PC. Ist schon cool, wenn er so bunt ist, ne? Aber ich glaube, auf Dauer wird mich das nerven, wenn ich die ganze Zeit so buntes Licht im Gesicht hätte. Aber schaut gut aus. Ey, da bin schon wieder ich. Moin, Meister. Und Katzen. Perfekt. Finde ich gut. Bestes Hintergrundbild, was wir bis jetzt gesehen haben. Oh, auch richtig schön clean. Auch richtig schön clean. Hier, die Kabel kannst du vielleicht noch ein bisschen zusammen machen und so. Vor allem dann bist du nicht immer mit den Füßen so dran. Aber einfach ein, zwei Kabelbinder, ne? Und dann packst du die alle zusammen. Machst du einen Kabelbinder drum. Oder so ein Klettdingens. Machst du zwei, drei Stück. Und dann hast du hier einen schönen Schlauch, der dahinter geht. Schaut dann cooler aus. Dann schaut es nicht so unordentlich aus unten, weißt du? Uff, Junge. Auch heftig. Auch heftig. Ich muss auf jeden Fall, Chat, ich muss auf jeden Fall Licht hinter mein Setup machen, oder? Lol, was hat er für ein Setup? Professioneller Rennfahrer. Professioneller Busfahrer, Leute. Er ist hier gerade auf dem Weg nach Aachen, hat 5 Kilogramm Steine dabei. Muss hier erstmal reinkuppeln und dann erstmal einstellen, wo er hinfährt, ne? Hier für sein Navi. Junge, ich schwöre dir, er spielt auch mit Lenkrad Fortnite. Real Talk. Aber geil, hätte ich auch mal Bock drauf. Hätte ich auch mal richtig Bock drauf, mit so einem Ding zu spielen. Komm, Leute, wir fahren mal los hier. Auf geht's. Ah, okay, Leute, hier haben wir noch den Broken Kaiser am Start. Mhm. Interessante Ecke. Hier, Bett dahinter. So ähnlich war es bei mir zu Hause auch. Auch im Kinderzimmer angefangen damals. Nice one. Und dann haben wir hier noch Zeusi am Start, auch im Mod von mir. Schönes Zwei-Bildschirm-Setup. So ein Setup, aber trotzdem ein Pleb, Alter. Trotzdem klepp ich ihn jedes Mal weg, lul. Okay, hier haben wir das Setup von Xenix. Alter, dieser Monitor ist schon heftig, ne? Hatte ich auch überlegt. Ich weiß nur nicht, wie das ist, zu zocken mit so einem Monitor. Weil man hat halt dann keine Ränder, ne? Soll ich mir so einen Monitor holen? Ich weiß nicht. Hat der 140 Hertz, ist dann die Frage, ne? Hat der 140 Hertz und dann hast du halt Fortnite nur hier so auf dem Bild. Aber es ist, glaube ich, übel geil. Du kannst dann halt Fortnite rüberschieben und dann hast du hier Twitch-Chat.
OBS und so weiter und so fort. Schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Aber cooles Setup. Hier noch ein Laptop am Start. Sind das hier Lichter oder sind das hier Boxen? Ich habe das bei ganz vielen schon gesehen. Schau, er hat jetzt auch hier. Sind es hier Lichter oder was? Oder sind es Boxen? Schau, Zenix hat die auch am Start. Er hat hier auch die Boxen am Start. Finde ich auch schön mit den blauen L. Aber das... Boxen und Lichter. Okay, deswegen. Weil er hat hier so pink und dann die Boxen nochmal so blau. Diese Pink-Blau-Kombo, ne? Die benutzen sehr viele. Ist aber auch geil. Boxen mit Lichter. Deswegen haben die Leute die. Hier auch. Das haben wir vorhin schon gesehen. Auch heftig. Dann haben wir hier dieses Setup. mit den Gaming-Schuhen. Chat, mit dem trefft ihr immer einen Headshot. Ich sag's euch, wie es ist. Kabelmanagement on point. Und hier theoretisch könnte er sich noch so eine Halterung holen, aber man kann auch einfach sein Headset so drauflegen. Ne? Hab ich auch immer. Mach ich auch oft. Entweder auf dem Ding drauf oder am Tisch dran klemmen. So, nächstes Setup. Fand ich auch krass. Hier vor allem mit dem Laserschwert, Leute. Auf jeden Fall heftig. Schrägen Monitor, gefällt mir gut. Würde ich auch machen, wenn ich so einen breiten hätte und noch einen zweiten. Schaut richtig schön clean aus. Und hier noch Schubladen, ne? Eigentlich auch voll praktisch, so Schubladen noch vorne zu haben. Schaut sehr gut aus. Hier unten hat der eine Lüftung, Alter? Ich glaube, der hat eine fucking Klimaanlage, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es von einem Zuschauer ist oder ob einfach jemand das Setup cool fand und reingepostet hat. Aber schaut so aus, als ob der eine Lüftung hat, ne? Und dann hier das letzte Setup für heute. Finde ich auch sehr gemütlich. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir hier vielleicht einen Teppichboden reinmache. Einerseits ist ja mein Boden nicht so schön. Stellt euch mal vor, so einen richtig schönen... Grauer Teppichboden, Leute. Das wäre heftig. Und schön gemütlich grauer Teppichboden. So ähnlich wie mein Tisch. Vielleicht ein bisschen heller. Komplett hier noch ein Sofa hin. Flips wird sich freuen, aber so ein Teppich verlegen. Pff, Digga. Anders anstrengend. Ich sag's euch, wie es ist. Ne? Aber ein schönes Setup. Ja, Leute. Ich sag Dankeschön fürs Zugucken an alle Leute, die auf YouTube dabei waren. Falls ich sowas öfter machen soll, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mal in die Kommentare, was ich so noch reacten soll. Und mein Bruder, Leute, komm. Wir schauen noch das Setup von meinem Bruder an, okay? Wollt ihr es noch sehen? So, Leute, hier das Setup von meinem Bruder. Alter Künstler am Start. Hier zwei Monitor-Setup, da bin ich. Ha, richtiges, hässliches Opfer mal wieder. Man kennt ihn. Ein paar Pflanzen am Tisch. Ha, beste Leben. Alter PC als Fußablage. Man kennt ihn. Und hier halt Künstler-Shit, ne? Denkt er wäre Künstler. Mein Bruder denkt, er wäre Künstler. Wahrscheinlich, Bro. Nein, Spaß. Ja, das ist mein Bruder sein Setup. Auf jeden Fall nice. Ja, okay, Leute. Dankeschön fürs Zugucken an alle, die auf YouTube dabei waren. Grüße gehen raus, Küsschen aufs Nüsschen und bis dann. Tschüss.